So, wir wollen ja schließlich noch einen Kragen haben. Und ich habe jetzt mal ausgerechnet, wenn ich jetzt diese beiden Seiten zunähe, ja, das sind jeweils 50 cm von hier nach hier und von hier nach hier, dann habe ich eine Diagonale von ungefähr 36 cm. Das heißt, hier wird nachher ein Loch reingeschnitten. Und da müssen wir dann diesen Kragen ansetzen. Und der hätte bei 36 cm Kragenweite einen Umfang von 72 cm. Das wäre jetzt in dem Falle, bis hierher müssen wir jetzt schneiden. Und der Kragen hat in diesem Fall eine Breite von 18 cm. Schneiden wir hier das Loch aus. So, ich drehe das mal zu euch hin, damit ihr schon mal ein Bild machen könnt. Also so sieht der Poncho aus. Hier oben ist der, kommt nachher der Kopf durch. Hier ist ja schon zugenäht, weil wir es ja vorhin doppelt lare gelegt haben und umgeschlagen haben. Und diese Seite, die müssen wir jetzt noch zunähen. Und da nehmen wir jetzt einen Zickzackstrich, Stich. Weil ich habe nämlich keine Overlock-Nähmaschine. Und damit wir das gleich mit versäubern, daher dieser Zickzackstrich, Stich. Ja, wir lassen ungefähr einen halben Zentimeter bis Zentimeter Nahtzugabe, damit wir dann auch wirklich hier alles zukriegen. So, okay. Und das näht er jetzt bis zu dieser Markierung hinzu. So, die andere Seite, die ist zwar schon so gut wie umgeschlagen, aber ich würde es trotzdem nochmal abnähen, damit wir dann auch wie hier die gleiche Naht haben. Das sieht dann schöner aus. Ja, also das gleiche macht er jetzt auf dieser Seite. Jetzt versäubern wir nur nochmal das Stückchen hier vom Kragen. Das machen wir auch, diesen Zickzackstrich. Und dann wird das nachher zusammengenäht. Und dann wird das sozusagen dann hier auf diesen auf diese Öffnung drauf hinnäht. Das zeige ich euch gleich. Schiebt sich hier ein bisschen. So.
wir haben das jetzt zusammengenäht und jetzt setzen wir sozusagen diesen Kragen auf unseren links gedrehten Stoff. Also links heißt immer die schlechte Seite nach oben, die tolle Seite nach innen. Dann müsst ihr natürlich gucken, dass diese Naht genau auf diese Naht trifft. Und dann am besten fixieren. Das heißt, es sind da jetzt vier Lagen und diese einzelnen Lagen, die steckt ihr euch jetzt ab, damit die nachher nicht verrutschen beim Zusammennähen. Und das seht ihr jetzt reihe rum. Gucken, dass das hier wirklich schön bündig abschließt. Und das macht ihr, wie gesagt, bis ihr einmal rumherum seid. So, wir haben jetzt den Kragen ringsrum festgesteckt und jetzt vernähen wir das Ganze ringsrum und dann sind wir auch schon fertig. Ich habe jetzt den Fuß abgemacht, weil dann könnt ihr den Kragen richtig schön hier aufstecken. Und jetzt vernähen wir das Ganze nicht mit einem Kreuzstich, sondern mit einem ganz normalen Gradstich. Weil wir wollen es ja jetzt nur zusammennähen. Ja? So. Das Ganze macht ihr jetzt auch wieder komplett einmal rundherum. So, wir sind fertig und jetzt drehen wir das Ganze wieder auf rechts, also so wie wir es dann auch tatsächlich anziehen. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ergebnis geworden ist. Ich setze das aber gleich nochmal auf die Puppe auf. Mal sehen, vielleicht ziehe ich ihn auch an. Muss mal schauen. Oh, ich gehe mal auf die Erde. Da sieht man es besser. So sieht unser Poncho fertig aus und ich habe überlegt, man könnte nicht am Kragen noch zwei Knöpfe platzieren. Das ist nochmal so ein kleiner Hingucker und die wollte ich dann hier so hinsetzen. Ich nähe die jetzt noch an und dann probiere ich den Poncho mal an. Bis gleich. Mein Poncho ist jetzt fertig. So sieht er aus. Und ich hoffe, er gefällt euch. Wer Lust und Laune hat, den nachzumachen, ich schreibe euch nochmal alles auf, welche Maße und was ihr alles braucht. Ja, und dann habt ihr ein individuelles Geschenk. Jetzt gerade doch zu Weihnachten, wer jetzt noch keine Idee hat, was er schenken soll, das ist relativ schnell gemacht, kostet auch nicht viel. So eine Fließdecke bekommt ihr im Kick für, ich glaube, 2,99 € in allen möglichen Farben. Ja, und mit den Knöpfen finde ich, das ist nochmal so ein kleines Highlight. Dann wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch richtig schöne Weihnachten und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen für ein Abo, wer mich noch nicht abonniert hat. Und wer einen Kommentar schreiben möchte, liebend gerne. Ich versuche natürlich alle Fragen so gut wie es geht zu beantworten. Bis dahin, eure Sandy. Ciao.